Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. What's poppin', Rising Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Kochstunde von mir, beziehungsweise Backstunde. Und ich habe einen Gast. Möchtest du etwas Besonderes über dich erzählen? Hi, ich bin die Lulu, ich bin 17 Jahre alt und ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich Essen poste. Ich habe die Fotos gesehen und dachte so, Alter, krass. Da guckt man morgens sein Marmeladenbrot an und denkt so, Wir haben irgendwie gesagt, wir wollen irgendwie so eine weihnachtliche Backstunde machen und dann sind wir aber auf das Rezept von einem Einhornkuchen gekommen. Mhm. Und ich finde, Einhörner sind magisch und Weihnachten ist auch magisch. Ja, und wenn man dann Zimt reinmacht, ist es ein Weihnachtseinhorn. Was richtig geil wäre, wenn man so einen Mini-Kuchen machen könnte, den man auch verschenken könnte an Weihnachten. Oder man macht einfach mehrere Mini-Kuchen und verschenkt die. Genau, und das machen wir jetzt. Zuerst haben wir hier Mehl. Das sind 200 Gramm Mehl und jetzt 100 Gramm Zucker. Das sind hier jetzt 350 Milliliter Kokosmilch. Echt? Weil Kokosmilch hat halt so ein bisschen Fett drin, ist halt viel gesünder, als wenn du voll viel Öl oder Butter reinkippst. Und vor allem, dann geht der Kuchen auch viel besser auf und ist außen ein bisschen knusprig und innen ein bisschen fluffig. Jetzt mal kannst du hier die Prise Salz reinmachen. Dann haben wir hier eine Packung Vanillezucker. Das ist so eine halbe Packung Backpulver. Und Vanillearoma. Sie hat das übrigens alles nicht abgemessen. Sie hat es einfach so, da reingemacht. Ich weiß das Verhältnis. Läuft! Okay, jetzt machen wir einfach ein bisschen Zimt da rein. Aber nicht zu viel, weil wir machen ja nachher noch Farbe rein. Okay, jetzt machen wir so eine Viertel Zitrone da rein. Und jetzt haben wir diese ganzen Hauptsachen drin und jetzt kannst du das mischen. Wir teilen das jetzt auf und zwar machen wir einen Teil hier rein, einen Teil hier rein, einen Teil hier rein. Und wir lassen auch noch ein bisschen drin. Okay. Also, wir haben hier jetzt Farbe, Lebensmittelfarbe und die ist auch vegan. Da muss man gut drauf aufpassen, weil E-Stoffe manchmal nicht vegan sind. Das sind voll die intensiven Farben, deshalb dürfen wir nur ganz, 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 ganz wenig nehmen. Das ist echt wenig. Dann halten die ja ewig. Aber das ist wirklich krass bei denen. Läuft bei dir, 2014 abgelaufen. Das ist wundervoll. Ist blau, lila, das kippt raus. Und so pink. So, jetzt machen wir ein ganz kleines bisschen von dem Weißen hier rein. So. Und jetzt kommt von allen Farben ein bisschen was rein. Das Blau ist voll schön. Das Blau ist schön, ich hab's gemacht. Cool. Ich bin voll stolz auf dich. Das hast du so gut gemacht. Okay. So, jetzt haben wir den einen Kuchen schon fertig. Der kommt jetzt in den Backofen für so 20 Minuten. Okay. Bei 180 Grad. Let's go. So, das, was ihr eben gesehen habt mit dem Teig, haben wir jetzt dreimal gemacht. Die sind nicht ganz gleich geworden. Aber das ist okay. Auf meinem Kanal darf das ungleich sein. Im Grunde genommen ist es einfach nur wichtig, das müsst ihr beachten, das ist relativ hoch, wobei zwei hätten schon gereicht, ne? Aber ihr braucht gleich ein Gesicht, also das sage ich nur, ne? Aber ansonsten könnt ihr das halten, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einen großen Kuchen machen, ne? Aber ja, ihr seid ja nicht unterbelichtet, ihr kriegt das schon hin. Jetzt machen wir das Frosting und das ist total easy. Wir nehmen jetzt 200 Gramm Butter. Okay, also 200 Gramm, nee, Margarine ist das ja. Margarine hat sie eben vegane Butter genannt. Das klingt so richtig special und dann gucke ich da so drauf, steht da so Deli drauf. Ist ein bisschen Zucker drin. Das ist komplett gesund. Schließlich vegan. Es ist vegan. Das Verhältnis. Du hast immer viermal so viel Puderzucker wie Margarine, ja? Ja, jetzt benutzen wir das Mixgerät dafür. Das braucht sehr viel Zeit. Vanille muss noch rein. Es ist fertig. Es ist fertig. Es ist auch gar nicht mal so viel, ne? Also für unseren Kleinen. Wenn ihr diesen Kuchen in groß backt, dann kauft, geht in die Metro, ja? Und kauft 5 Kilo Puderzucker. Alter, wie viel man dafür braucht. Ja. Guck mal, wie geil das einfach mal aussieht. Das ist super lecker. Und gleichzeitig super eklig, wenn ich drüber nachdenke, dass es Margarine ist. Es ist vegan, es ist gesund. So,
Die erste Schicht kommt auf den Teller, auf einen schönen Teller, denn eventuell könnt ihr es nie wieder umdingstern. Ja. Und das streichen wir jetzt da drauf wie ein Nutella-Brot. Also so wie Leute, die ein Nutella-Brot richtig essen, nicht wie diese Leute, die ein Nutella-Brot kratzen. Ich brauche das Brot halt nur als Unterlage für einen Aufstrich. Oh, das wird richtig cool. Lass mich nicht zu viel an den Kuchen, dann wird es nicht cool. So, Leute, also, am besten ist, ihr macht das Frosting hier ganz dick drüber. Am allerbesten ist, ihr macht eine dünne Schicht, dass alles so gerade ist. Dann packt ihr das in den Kühlschrank für eine Stunde und dann geht ihr nochmal drüber. Dann wird es so ein bisschen akkurater. Ich habe da jetzt aber weder Zeit noch Lust zu. Deswegen packe ich das hier einfach ganz dick drüber. Und Lulu, was machst du? Also, ich habe jetzt von dem Frosting so zwei Teile rausgenommen. Hier. Und da ist ein Teil ein bisschen blau und ein anderer Teil ein bisschen rot. Unser Einhorn kriegt nämlich Blumen auf den Kopf. Ja. Seine Frisur sind Blumen. Versteht ihr? Guck mal, wie hübsch das einfach ist. Das ist wirklich schön. Das ist so schön. Guck mal, Leute. Das ist voll... Guck mal. Ja, es sieht halt auch einfach so professionell. Also kann man schon als Maske ins Gesicht machen, finde ich. Ja, mach das. Da kriegst du bestimmt überhaupt keine Pickel von. Okay, da ich das jetzt schon fertig habe, machen wir jetzt... Also wir nehmen von diesem Fondant, den wir hier schon fertig haben, nehme ich ein großes Stück weg und dann färbe ich das ein bisschen ein. Guck mal, das ist jetzt zwar nicht perfekt, aber es ist das Fell, verstehst du? Ja, guck mal, die haben ja auch nicht ein perfektes Fell. Ja, eben. Also ein paar Fehler musst du ein Einhorn auch haben. Ist auch gar nicht so real, weißt du? So, Leute, eins von den beiden Frostings packt ihr dann in so eine Spritztüte rein, weil... Das Einhorn kriegt jetzt Blumenhaare. So, Leute, ich mache jetzt die Ohren. Das Außen ist weiß und innen drin ist es dann so pink, ne? Und jetzt hauen wir die ganze Deko oben drauf. Oder nee, wir machen zuerst die Ohren. Die Ohren, okay. Das sieht voll echt aus. Doch, das hält. Oh, das ist voll schön. Ich bin richtig begeistert. Das sieht so cool aus. Wow, Alter. Gott. Das ist so cool. Okay, jetzt das Horn. Das ist so schön. Oh mein Gott. Das war's von uns und wir haben noch ein zweites Video gemacht. Das hier ist ja jetzt schon so ein bisschen mehr Aufwand, aber wir haben eben was richtig Geiles gemacht. Ohne Witz, es sind so Brownies als Weihnachtsmänner und das könnt ihr richtig geil zu Weihnachten machen. Das ist so einfach. Ich glaube, wir hatten das, wenn wir nicht gefilmt hätten, hätten wir das locker in 10, 15 Minuten fertig gehabt. Das haben wir bei Lulu auf dem Kanal gemacht. Ich verlinke das mal auf dem i und unten in der Infobox. Möchtest du noch irgendwas sagen, Lulu? Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Tschüss! Macht's gut!